Ich bin nie gerne zur Schule gegangen, als ich jung war. Also ich dachte, warum sollte ich ihr das antun? Als sie 15 wurde und ihr 10. Schuljahr abgeschlossen hatte, nahm ich sie aus der formellen Schulbildung heraus. Und dann sagte sie, du bringst allen so viele Dinge bei, mir bringst du gar nichts bei. Ich sagte, das ist alles, was du wissen musst. Ich hatte genügend Dinge zu erledigen, sodass ich nie den Gedanken fasste, wir sollten ein eigenes Kind haben. Aber meine Frau sagte, zumindest eins. Ich sagte, nun gut, eins, nur eins. Und so geschah das. Und ab dem Alter von, als sie noch ein Baby war, 3, 3,5 Monate alt, fuhr ich quer durch Südindien mit ihr angeschnallt auf meinem Vordersitz im Auto, während ich alleine fahre. Nur meine eine Hand hier, eine Hand am Lenkrad. Das war die Zeit, in der wir Isha Foundation aufbauten, also bin ich sehr viel gereist. Und sie reiste mit mir, als sie ein 3,5 Monate altes Baby war. Die ersten 4 Jahre wuchs sie daher mit mir im Auto auf und in den Häusern vieler Menschen. So traf sie Tausende von Menschen und sie lernte, wie man Teil eines jeden Zuhauses wird, überall, ob es ein sehr wohlhabendes Haus in der Welt ist oder du weißt schon, ein Stammeshaus, wo fast überall, wo ich blieb, sorgte ich dafür, dass sie allem ausgesetzt war. Ich wollte nicht, dass sie Vorurteile oder Privilegien entwickelt über die Wahl, wo man ist und wo man nicht ist. Und als sie 3 Jahre alt war, kannte sie mindestens 1000 Menschen beim Namen. Sie, die sie als ihre Freunde betrachtete, haben definitiv nicht ihr Alter, alles erwachsene Leute. Also ein enormer Umgang mit Menschen. Und ich dachte, ich werde sie nicht in die Schule schicken, weil ich bin nie gerne zur Schule gegangen, als ich jung war. Also dachte ich, warum sollte ich ihr das antun? Dann ist das Einzige, was ich ihr nicht bieten konnte, Kinder in ihrem Alter. Also schickte ich sie auf eine Schule, die nicht so wettbewerbsorientiert und nicht so antreibend ist. Also suchte ich nach einer Schule, die von Jay Krishnamurti gegründet wurde, und ich schickte sie dorthin, damit es einfach ist, und ich sagte, von hier an schonst du mein Mädchen, denn ich werde nicht auf ihr Zeugnis schauen. Ich werde nicht fragen, welchen Rang du hast. Ich werde nicht fragen, was du einmal werden wirst. Du musst dich also nicht um ihre Noten oder akademischen Leistungen kümmern. Wenn sie spielt, wenn sie gut ist, bin ich glücklich. Sie wächst, sie muss gut essen. Wenn sie gut spielt, wenn sie lacht, wenn sie singt, wenn sie tanzt, ist alles gut für mich. Das besorgt mich nicht, weil als ich in der Schule war, war ich bei jedem Test sehr konstant. Ich habe immer 6 Nullen bekommen, weil ich nie ein Wort auf irgendeine Seite geschrieben habe. Wenn sie darauf bestanden, schrieb ich meinen Namen, ansonsten würde ich nicht schreiben. Und als die Abschlussprüfung kam, arbeitete ich nur für 35 und bekam immer 35, 36, kalkulierte einfach. Ich saß nie länger als 30 Minuten in einem Prüfungssaal. Beim ersten Läuten bin ich immer draußen. Und ich kalkulierte einfach, was es braucht, um mit meinen Freunden in die nächste Klasse zu kommen. Und das ist alles, was ich tat. Warum ich das erzähle, die ganze Sache, die ich als Kind beobachtet habe. Wenn das Zeugnis jeden Monat kam, weinen einige Kinder im Klassenzimmer, weil sie nicht die Noten bekommen haben, die ihre Tigereltern wollten. Und manche stolzieren herum, weil sie Erster oder Zweiter oder was auch immer sind. Ich, wann immer der Lehrer mir die Karte gab, dieses Zeugnisding, nahm ich es einfach und gab es meinem Vater. Ich öffnete und sah es nie, weil ich dachte, dies ist eine Transaktion zwischen dem Lehrer und meinem Vater. Ich wollte mich nicht einmischen und sehen, was sich dort abspielt. Daher bat ich vor allem den Schuldirektor, mach dir keine Sorgen um die Ausbildung meines Mädchens. Ich will einfach, dass sie mit Kindern ihrer Altersgruppe zusammen ist. Sie ist gut, achte nur darauf, dass sie gut ist. Das ist mein einziges Anliegen. Sie ist gut, sie spielt, sie lacht, sie hüpft und tanzt. Ich bin damit zufrieden. Also, als sie 15 wurde und ihr 10. Schuljahr abgeschlossen hatte, nahm ich sie aus der formellen Schulbildung heraus und, weil es der Traum ihrer Mutter war und das Mädchen auch sehr daran interessiert war, brachte ich sie zum Tanz. Und sie ging zum Bharatanatyam und jetzt ist sie eines der aufstrebenden Künstlerinnen des Landes. Ich habe sie also nie wie ein Kind behandelt, das ist das Erste. Seit ihrem 2. Lebensjahr, als sie zu sprechen begann, behandelte ich sie immer als Gleichgestellte, als eine Erwachsene. Ich habe alles Mögliche gemanagt. Du weißt schon, wir bauen eine Stiftung auf. Sie wird von Freiwilligen geführt. Freiwilligenarbeit bedeutet, dass wir vielfältige Aufgaben erfüllen.
Wir führen Geschäfte, wir führen große Projekte und Aktivitäten auf der ganzen Welt durch. Keiner von ihnen, außer einigen wenigen, die unterrichten, keiner von ihnen ist für diesen Beruf ausgebildet. Okay? Weil ich kann nicht warten und jemanden aus IIT oder IIM oder so nehmen. Diejenigen, die von euch allen abgelehnt werden, kommen wahrscheinlich zu mir. Wer auch immer kommt, ich nehme sie und stecke sie in diesen Job, in jenen Job, in alle Arten von Jobs. Was also mit einem Wort getan werden kann, muss ich mit 100 Worten sagen, damit sie es verstehen, damit sie an der Sache dranbleiben, damit sie engagiert bleiben, damit es weitergeht. Und jeder, weil sie Freiwillige sind, du kannst sie nicht feuern. Was auch immer, du kannst sie nicht wegen Ineffizienz oder diesem oder jenem feuern. Also was immer für Probleme in der Organisation, im Management, die individuellen Probleme der Menschen, Erwachsenenprobleme, alles Mögliche, ich gab ihr gewissermaßen immer eines der Probleme und sagte, was ist damit? Sie kam oft mit unglaublichen, ihren eigenen kindlichen, kindgerechten Lösungen. Manchmal die perfekte Lösung, manchmal etwas Schrulliges. Im Alter von 12, 13 Jahren kam sie eines Tages nach Hause und sie war beunruhigt über etwas, was sie gesehen hatte, etwas, das in der Schule passiert war. Und dann sagte sie, du bringst allen so viele Dinge bei, mir bringst du gar nichts bei. Ich sagte, schau, ich bin nicht dafür bekannt, unaufgefordert zu lehren. Jetzt bist du gekommen, nun setz dich. Ich sagte, das ist alles, was du wissen musst, schau niemals zu irgendjemandem auf. Die Augenbrauen heben sich, was ist mit dir? Ich sagte, besonders was mich betrifft. Denn der Wert dessen, wer ich bin, ist nur dann da, wenn du mich so siehst, wie ich bin. Wenn du zu mir aufschaust, wirst du mich an die Wand nageln und mich vielleicht beräuchern, einen Weihrauch anzünden oder einen Maler um mich herumlegen und mich vergessen. Dies wird dein Leben in keinster Weise verändern. Du musst mich einfach so sehen, wie ich bin. Du musst mich nur als das sehen, was mich ausmacht. Dann bin ich von immensem Wert für dich. Aber wenn du zu mir aufschaust, wird es dir entgehen. Schau daher nie zu jemandem auf, schau nie auf jemanden herab. Wenn du diese eine Sache machst, wirst du alles so sehen, wie es ist. Nur wenn du die Dinge so siehst, wie sie sind, kannst du mühelos navigieren. Ist es nicht so? So ist es auch mit dem Leben. Nur wenn du alles so siehst, wie es ist, kannst du mühelos durchs Leben navigieren. Das ist die einzige Fähigkeit, die du deinem Kind mitgeben musst. Deshalb behandelte ich sie immer wie eine Erwachsene und versuchte nie, mich über sie zu stellen. Das ist die grundlegende Führung, die ich gab, dass sie weder zu jemandem aufschauen noch zu jemandem herunterschauen braucht. Schau dir einfach auf gleicher Augenhöhe an, wie es ist. Einfach lernen, das Leben so zu sehen, wie es ist. Aufzuschauen ist eine Lüge, herabzuschauen ist eine Lüge. Aufzuschauen kommt von einem bestimmten Vorurteil, herabzuschauen kommt von einem bestimmten Vorurteil. In der Lage zu sein, jedes Leben, alles, was auch immer es ist, so zu behandeln, das ist unsere Kultur. Ich möchte, dass du das verstehst. Es spielt keine Rolle, ob ein Papier, nur ein Blatt Papier. Als wir aufgewachsen sind, ein Papierblatt, darauf kannst du nicht treten. Ja oder nein, viele von euch sind so in ihrem Zuhause aufgewachsen. Nur ein bedrucktes Papier, das ist nichts. Vielleicht sind die Nachrichten Unsinn, aber du sollst nicht darauf treten, weil du dich dadurch selbst erziehst. Wenn du auf die Erde treten willst, verbeugst du dich vor ihr. Du schaust nicht zu etwas auf oder auf etwas herab. Was du für deinen Gott tust, das tust du für alles. Dies, ohne in irgendeiner kulturellen oder religiösen Weise darüber zu sprechen, habe ich einfach in ihrem Leben hervorgebracht und ich denke, es hat wunderbar gut für sie funktioniert.